Servus Leute, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ja, endlich geht der M3 Content wieder los. Auto habe ich vorgestern wieder angemeldet, also ich freue mich sehr darauf, endlich wieder das Auto zu fahren. Ich werde es jetzt dann in der Halle abholen, wo es zum Überwintern war. Und ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit auf die paar Sachen, die ich jetzt drauf geachtet habe beim Überwintern, weil das interessiert auch immer viele Leute, ja. Wie macht man das mit dem Reifendruck, mit der Batterie etc. pp. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Auto im Prinzip ist. Ich habe es jetzt auch seit, Gott, November nicht mehr gesehen, also ich freue mich sehr. Und bin auf jeden Fall mal gespannt. Ansonsten steht dann die Tage noch ein Ölwechsel an. Ich hatte ja erst den frischen Service im November bekommen vom BMW. Aber ich packe da nochmal mein eigenes 5W40 rein. Und ja, schauen wir mal. So, das war dann auch das Ladekabel, was ich benutzt hatte. Und dann einfach schön reingesteckt. Und bis jetzt läuft alles sehr gut. Einfach schön. War dann unter einer Plane, die hatte ich auf Amazon gekauft. Da müsste ich nochmal nachgucken, welches Größe es war, aber es war hier so eine rote Plane. Davor natürlich nochmal schön das Auto geputzt und ja, jetzt sind wir eigentlich startbereit. Mensch, diese geilen Backen, ich freue mich und ja, sollte jetzt eigentlich problemlos anspringen. Und dann werde ich nochmal Reifendruck machen lassen. Tanken muss ich nicht, ist eigentlich noch vollgetankt. Und ja, jetzt einfach langsam einfahren, jetzt, dass es mal schön wieder warm wird, weil jetzt auch wirklich gute 4 Monate nicht bewegt worden ist. Aber ansonsten alles tipptopp auf jeden Fall. Reifendruck hatte ich jetzt ringsrum um die 3 Bar, 3,2 Bar. Ja, das einfach ein bisschen höher stehen und das werde ich jetzt auch nochmal dann prüfen. Ein paar Kilometer sind gefahren, also man sieht jetzt noch 3,1, 3,0, 3,2, 3,0 vorne, also ja, so in dem Dreh habe ich es eigentlich abgestellt. Öl wird auch langsam immer wärmer und wärmer, Getriebe dauern halt natürlich immer Ewigkeiten, 37 Getriebe, 78 Öltemperatur, ja, also es wird einfach entspannt jetzt hier fahren, aber ich muss sagen, ich habe das Auto extremst vermisst, es ist einfach so geil, es fährt sich schon jetzt so geil. Klang ist auch immer noch gut, also ich freue mich jetzt, wenn ich dann mal ein bisschen auf Temperatur komme. Denk mal so ab 95 Grad Öl, Getriebe warte ich noch natürlich ein bisschen, dass ich auch mal ein bisschen ja, durchlatschen kann, aber ja, einfach geil, das macht jetzt wieder schon so viel Spaß. So, wen haben wir denn da? Ich habe Reifendruck gerade gemacht. Der quietschende Max. So, wir haben jetzt unsere kleine Spritztour erstmal beendet. Also es läuft immer noch alles tipptopp. Bei Max auch. Ich meine, der Klang ist brutal, habt ihr gehört. Ich meine, ihr wisst ja, was verbaut ist. Die Grill-Abgasanlage. Und ja, sind jetzt hier gerade beim Kfz Sacher, bei Max in der Werkstatt, chillen ein bisschen. Und ja, gucken wir mal, was sich dann alles noch so die Tage
ergibt, aber es macht echt unglaublich viel Spaß, wieder mit dem Auto mal unterwegs zu sein. Heute ist der 1. April, also erstmal frohe Ostern und ja, das Video ist ein bisschen durcheinander, aber ich denke mal so ein bisschen Vlog-Style. Ja, ich hole jetzt mit Moritz sein Auto ab, das stand jetzt auch über den Winter natürlich in der Halle, weil er Saisonkennzeichen hat, das holen wir jetzt mal ab, eventuell der Sascha dann auch mit seinem E46, dass wir eine kurze Runde drehen. Das Wetter ist aber gerade nicht so gut, weil wie man sieht, da hinten kommt es ziemlich grau an. Also ich hoffe, ich komme nicht in Regen, weil das Auto noch wirklich picopello sauber ist. Mal gucken. Ja, also wie gesagt, das Video alles ein bisschen durcheinander. Aber ich denke mal, das ist auch mal interessant, einfach so ein bisschen so Vlog-Style-mäßig ja, euch mitzunehmen, was jetzt so übers Osterwochenende ging. Auch zwecks Auto abholen, Ölwechsel, wie gesagt, steht dann noch am Mittwoch an. Und dann würde ich wahrscheinlich auch das Video schneiden. So, nur das Beste kommt immer rein. Heute steht der Ölwechsel an und ich dachte, ich zeige euch einfach mal ganz kurz, welches Öl ich dafür benutze, weil das natürlich auch immer super viele Leute interessiert. Also ich habe hier einmal den Ölfilter, einfach der ganz normale, und das ist das Öl, was ich benutze, ist im Prinzip von Motul. Dann, warte mal, zack, 5W40, genau, das X-Clean 810 oder 8010. Und ja, also das ist bis jetzt das Öl, was ich jetzt über die letzten Jahre benutzt habe, auch beim M2 nie irgendwelche Probleme gehabt. Auch ich verbrenne auch gar kein Öl, weil ich halt auch so oft den Ölwechsel mache. Also wie gesagt, ich habe jetzt 27.000 Kilometer auf dem Auto, habe es mit knappe 16,5 gekauft. Im Endeffekt in der Zeit hatte ich jetzt schon fast 4 Ölwechsel. Ja, ich glaube 4 waren es. Das wird jetzt gekauft, war frischer Service. Dann einen selber gemacht, dann im darauffolgenden Jahr wieder einen gemacht, jetzt dann im November beim BMW-Service und jetzt wieder sogar der 5. Ja, also im Prinzip zu alle 2.500 Kilometer Ölwechsel, aber ist halt so, dass ich das BMW-Öl immer rausnehmen möchte und halt das 5W40 reinpacken möchte, weil es einfach ist einfach besser und alles für den Motor mache ich auf jeden Fall liebend gerne mit. Ich glaube, den Mo schreckt das Wetter ab, bestimmt. Bestimmt. Obwohl er letzte Woche erst da war. Hingezogen, ist halt auch so Schätzeisen. Weil fest ist die schon, ne? Ja. Ölwechsel ist soweit abgeschlossen. Ja, haben jetzt relativ wenig leider gefilmt, weil einfach noch nebenbei Fotos gemacht worden sind für den Marc seiner Website. Sascha kam auch noch, hat auch noch einen Ölwechsel bekommen beim E46. Ich glaube, das Öl jetzt 3.000 oder 4.000 Kilometer drin gehabt von der letzten Saison. Bei mir, wie gesagt, war der Ölwechsel vor 200-300 Kilometer. Und ja, jetzt bin ich sozusagen für die Saison
fahrbereit. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.